Ich war dann letzte Woche beim TÜV wegen der HU. Die muss man ja machen. Was soll ich sagen? Ohne Mängel durch. Wo ich dann schon mal beim TÜV war, habe ich ihn logischerweise auch mal gefragt, wie das aussieht mit der Eintragung zum Wohnmobil. Ja, da müssen wir einen Termin machen und dann kommen sie noch mal wieder. Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. Heute mit dem Wort am Mittwoch Nummer 67, glaube ich. Ja, was soll ich euch sagen? Dieses Mal dreht sich dann mal im Wort am Mittwoch mehr oder weniger alles ums Auto. Hier war eine ganze Menge los. Also wirklich Leute, hier war die Hölle los. Das alles in ein Wort am Mittwoch zu packen, wäre ein wenig zu viel. Dementsprechend habe ich mich entschieden, alles, was mit dem Auto zusammenhängt, jetzt in dieses Wort am Mittwoch zu packen. Nur damit ihr wisst, wie das alles jetzt im Moment weitergeht, was bisher geschah. Könnt ihr ja in den alten Videos gucken und den Rest werde ich euch jetzt erzählen. Der TÜV hatte einiges hier geguckt. Allerdings, er fand meine Provisorien äußerst interessant. Er konnte sehen, was ich getan habe, ohne es verkleidet zu haben. Das fand er schon mal sehr gut. Ich musste nichts auseinanderbauen. Also, wir machen jetzt hier mal einen Rundgang, wie ihr gesehen habt, in dem kleinen Bildchen eben. Mein Fahrzeug ist jetzt ein Wohnmobil. Als ich morgens die Tür rauskam, war jetzt mal gar kein Unterschied zu sehen zwischen dem LKW, den ich am Tag vorher hatte, und dem Wohnmobil, was ich jetzt besitze. Also äußerlich hat sich da nichts geändert. Also fangen wir jetzt mal an mit dem Bericht, was da so geschehen ist. Im Vorfeld war ich mal der Meinung, bevor der TÜV rummotzt, mir diese Ecken ein wenig abzurunden, weil die waren halt noch vom groben Zuschnitt, weil das ist nur provisorisch, im rechten Winkel geschnitten, und wenn man hier ein bisschen nah vorbeigeht, dann tut das dann doch weh. Und ich denke, bevor der TÜV da rummotzt, mach sie rund. Also ich nicht faul, hab mir den Winkelschleifer da vorne auf den Tisch gelegt mit der Fächerscheibe drauf. Ich denke, das sollte mal reichen, ne? Jetzt musste ich noch Kabeltrommel holen, weil das Kabel ist nun mal nicht lang genug, um von hier bis in die Werkstatt zu reichen. 1400 Watt. Der Einschaltstrom liegt natürlich wesentlich darüber. Und ich denke mir, probier's einfach mal. Also, Inverter an. Beifahrertür auf, Stecker rein und Feuer frei. Ich war so begeistert, und die Spannung, die hält sogar einigermaßen. Zum Thema Batterie kommt gleich noch was. Ihr seht, das funktioniert, wenn auch nicht tausendprozentig, weil die Spannung, die fällt dann dermaßen in den Keller, dass das Gerät ein wenig anfängt zu blinken. Da braucht man lediglich ein wenig mehr Power auf der Batterie. Ihr habt gesehen, 12,2 Volt ist nicht die Welt, und die Kapazität der Batterie ist nun auch nicht unerschöpflich. Aber wie gesagt, zum Thema Batterie
geht's gleich weiter. Jetzt machen wir erstmal drinnen, da drin weiter. Weil da draußen ist nass und kalt. Und hier drin bläst meine Heizung eine angenehme Lufttemperatur. Die hat den TÜV überhaupt nicht interessiert. Also die Standheizung, ein China-Produkt, zwar mit CE-Nummer, aber es hat den TÜV nicht interessiert. Weder bei der HU, obwohl da unten drunter ja das Auspuffrohr der Standheizung liegt, wie auch bei der Abnahme zum Wohnmobil, hat es den TÜV nicht interessiert. Also allen Unkenrufen zum Trotz, es hat ihn nicht interessiert. Also, war das Thema schon mal gegessen und ich hab's warm. Die ganze Untersuchung fing damit an, dass das Fahrzeug achsweise gewogen wird. Brauchte ich mir ja nur gar keine Sorgen machen, weil ihr wisst, ich habe da vorher mal Steine gefahren. Ich wusste, was mein Auto wiegt, also von daher war mir mal gar nicht bange. Und ich habe jetzt laut TÜV, ich habe vorher alles reingepackt, was mir irgendwie erdenklich ist. Also im Moment liegen hier drei Antennenanlagen. Es ist Vorräte für ungefähr eine Woche drin und Bekleidung für eine Woche. Die Wassertanks sind aufgefüllt, die Dieseltanks sind aufgefüllt gewesen. Es war randvoll, das Auto. Also von daher, ich habe ein Leergewicht von 2900 ein paar verquetschten Kilos. 3,5 Tonnen darf ich, habe 600 Kilo immer noch Zuladung. Also ich darf noch ein paar Holzteile einbauen, ohne dass ich an die Grenzen komme. Wobei, wenn ich die Antennen ja rausnehme, die Antennenmasten und so, bleibt das Leergewicht von dem Fahrzeug immer noch erhalten. Also von daher plus minus. Darum hatte ich vorher alles reingepackt, damit ich weiß, was ich noch einbauen kann. So, nachdem das erledigt war, wollte er dann mein Interieur, und zwar das Interieur, was für die Abnahme zum Wohnmobil erforderlich ist, filmerisch dokumentieren, sprich er hat Fotos gemacht. Er wollte sehen, eine Sitzgelegenheit, einen Tisch, wollte er sehen. Hat er sich auch ausklappen lassen und im ausgeklappten Zustand fotografiert. Er wollte sehen, ein Bett. Ich sag zur Not, dürfen Sie auch mal Probe lieben. Sagt er, nee, lass mal, ich muss noch arbeiten. Es sieht auf jeden Fall sehr bequem aus, meinte er. Bei einer 28 cm Matratze. Nicht wie die anderen auf so einer Schaumstoffmatte pennen, sondern wirklich 28 cm Matratze liegt da. Schläft sich übrigens wie Wasserbett, weil weiche Matratze. Und auch wenn das Fahrzeug ein wenig schräg steht, ich liege in diesem weichen, in Anführungszeichen, Bett immer noch waagerecht. Ich habe auch keine Angst, dass ich da irgendwie aufgrund von Schräglage vom Auto ein wenig herausrolle, weil ich liege dem Körper angepasst ziemlich weich gerade. Also, dann wollte er sehen, eine Küchenzeile. Ihr seht da vorne hängt noch mein Poncho, weil wird benötigt im Moment für die Hunderunden. Wie das mit der Feuchtigkeit im Reisemobil, Wohnmobil, Wohnwagen etc., wie immer ihr das nennen wollt, geht das, könnt ihr mal in einem anderen Video von mir nachgucken. Ja. Er wollte sehen, wie gesagt, eine Küchenzeile inklusive des Kochers. Und dazu muss ich euch jetzt etwas näher herholen. Ich muss euch da nämlich was zeigen. Bei der Hauptuntersuchung hatte ich nämlich noch den alten Kocher drin und der meinte, den bauen sie aber um.
Bei den Kochern gibt es nämlich zwei unterschiedliche Ausgaben. Der eine ist nur für den Außenbetrieb geeignet und den anderen kann man auch in geschlossenen Räumen in Betrieb nehmen. Den Unterschied zeige ich euch jetzt. Und zwar... Ist dies mein alter Kocher? Ihr seht, der hat schon einiges an Essen machen dürfen. Und wenn ihr jetzt da mal genau hinschaut, da ist dieser Zündmechanismus. Das ist da, wo der Funken fliegt. Und das ist der für Wohnmobile geeignete Kocher. Und jetzt schaut mal rein. Da liegen nämlich noch zusätzliche Drähte und ein Fühler, der die Gaszufuhr abschaltet, sofern die Flamme ausgeht. Und das hat dieser Kocher nicht. Also, wenn ihr da euch einen solchen Kocher kaufen wollt und den in einem Reisemobil, Wohnmobil, Wohnwagen etc. betreiben wollt, achtet darauf bitte, dass das diesen zusätzlichen Schutzmechanismus eingebaut hat. Er ist logischerweise, es ist mehr Material, also dementsprechend ein wenig teurer als der billige eben. Na, also der nicht geeignete. Gut. Ich habe zwei Kocher jetzt seit einiger Zeit im Auto, weil den anderen hatte ich mir schon vor fast einem Jahr gekauft und habe mir gedacht, ich baue den erst ein, wenn ich zum TÜV war. Gut, ich war da beim TÜV. Ja, das war dann auch zu seiner Zufriedenheit gediehen. Er wollte sehen, eine Entlüftung, die ich ja logischerweise hier oben in Form meines Dachpilzes habe, wo ihr auch gesehen habt, dass ich da einen PC-Lüfter noch nachträglich eingebaut habe, damit die Luft auch ordentlich abgesaugt wird. Dann stellt ihr mir die Frage, wo ist die B-Lüftung? Ich musste so ein bisschen, ein bisschen denken. Das Auto hatte ja eine B-Lüftung im Fußraum. Die habe ich ja zugemacht wegen der Abgase, habe ich euch ja damals in dem Video erzählt. Nur wurde mir dann so ziemlich schwummerig, weil ich wollte das Ding nicht wieder aufmachen. Ich mag keinen Dieselgeruch in meinem Auto und Abgasgeruch. Aber naja, er meinte dann, ach ja, Sie haben ja ein Dachfenster. Machte davon ein Foto und gut war's. Ja, und damit waren die Bedingungen, die vorgeschriebenen Bedingungen für die Eintragung zum Wohnmobil erledigt. Es war nicht mehr. Ihn hat der Zustand nicht interessiert. Die Möbel beziehungsweise Ausrüstungsgegenstände, die er dokumentieren will, müssen am Fahrzeug fest verschraubt sein. Sie dürfen nicht entnehmbar sein und woanderweitig benutzbar sein. Sie müssen fest mit dem Fahrzeug verbunden sein und können nicht innerhalb weniger Minuten entfernt werden. Das heißt also mit Flügelschrauben oder so ist nicht. Das Ding muss wirklich fest mit dem Fahrzeug verbunden sein. Also nicht bei Bedarf, ich baue das mal eben eine halbe Stunde raus und dann benutzen wir das Ding als Lieferwagen, bauen das Ding in einer halben Stunde wieder rein. Das geht nicht. Es muss fest verbaut sein. Bei dem Thema Nutzlast fällt mir dann noch ein, hatte ich ganz vergessen eben zu sagen, wenn ihr euch so ein Fahrzeug ausbaut, fertig ausgebaut, reisefertig, tralala, Leergewicht, muss bis zum zulässigen Gesamtgewicht noch ein Polster von 95 Kilo Rest bleiben. Das ist sehr wichtig. Also wenn er die Achsen gewogen hat, hat das Gesamtgewicht vom Fahrzeug ermittelt,
Beispielsweise, ihr habt ein Auto, was 2,4 Tonnen wiegen darf. Ihr habt dann 2340 Kilo auf der Waage. Dann sagt der TÜV, ja, nee. Entweder du baust da wieder was aus oder nimmst leichteres Material, aber 95 Kilo müssen Rest bleiben. Für eventuelle Zuladung, Gepäckstücke, bla 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 bla. Und was man sonst noch an Vorräten im Auto bringt, ist eigentlich logisch. So, wie geht das jetzt weiter mit diesem Fahrzeug? Ich glaube, das wird dann sehr interessant, weil ich darf jetzt wirklich bauen, weil ich bin ein Wohnmobil. Ich muss jetzt nicht mehr darauf achten, dass der TÜV auch das sehen will oder mir im Endeffekt sagt, das brauchen Sie aber nicht, das machen Sie wieder raus. Ich habe meinen Eintrag und kann jetzt seelenruhig da oben weiterbauen. Hier bin ich bereits am Bauen. Das seht ihr dann gleich, wenn wir in der Werkstatt sind, wo ich euch den Rest zeige. Ebenso bin ich dabei, ihr habt schon in einigen Videos gesehen, dass ich mit so einer Pappe da rumwinke. Auch an dieser Wand arbeite ich bereits. Jetzt weiß ich nicht, wie aufwendig die ganze Konstruktion wird. Ob das zwei Teile werden, einmal die Türverkleidung, einmal die Staufachverkleidung, oder ob ich das in ein Video packe. Leute, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. So, hier drin ist jetzt genügend geschwafelt. Ich denke mal, wir gehen jetzt in die Werkstatt, weil da gibt es jetzt noch was sehr Interessantes. Ich sagte eben, bei der Flex, dass die Kapazität der Batterie wohl nicht ausreicht. Also. So, liebe Leute, jetzt sind wir wieder in der Werkstatt angekommen. Das Material tue ich mal beiseite. Das ist für ein anderes Projekt, was die CB-Funker besonders interessieren wird. Die Kapazität der Batterie ist mir zu gering, habt ihr eben gesehen. Und da habe ich mich entschieden, die ist mir übrigens schon seit langem zu gering. Ihr wisst, dass ich mir eine Solarplatte gekauft habe. Habe ich euch in dem Video schon gezeigt. Das ist dann dieses nette Teil. Das tun wir da hinten. Damit ich das aufs Dach bekomme, die Befestigungsschiene dafür aus dem Hause Freie Improvisation Made by Rabe. Dann habe ich hier den dazugehörigen MPPT Laderegler. Nicht, dass ihr wieder rumschimpft, den muss man haben. Ein wenig Solarkabel. Kabeldurchführungen. Dazu muss ich mal eben was rausgraben, da unten in der Ecke. Die Kabeldurchführungen für aufs Dach obendrauf. Die hatte ich seinerzeit mal, als es sie noch gab, also sichtbar war, in der Amazon-Wunschliste stehen. Aber da habt ihr mich ja, ihr habt mich ja. So, was fehlt? Für den Laderegler die passende Bedieneinheit. Die sind in diesem Falle zwei getrennte Teile. Ein wenig Batteriekabel und ein
mach mal nachher. Ich sag mal dein. Dann habe ich mir noch eine Batterie gegönnt. Im Fahrzeug verbaut ist ja eine 100 Ampere Bleibatterie, eine Starterbatterie. Die bleibt auch drin. Aus dem Grund habe ich mir auch diesen komischen Laderegler geholt. Der kann nämlich sowohl Versorgungsbatterien wie auch gleichzeitig Starterbatterien laden über Solarstrom. Ins Fahrzeug verbaut wird dann eine. Ihr seht, ist doch gar nicht so alt. Nagelneue LiFePO4 Batterie mit 130 Amperestunden. Und wie ihr wisst, wollte ich ja ursprünglich, ich habe es euch mal in diesem Video gesagt, mit diesen 30 Amperestunden Batterien und davon 10 Stück. Und ich habe mir jetzt, weil 130 Ampere und nochmal 130 Ampere macht 260 Amperestunden. Das sollte dann reichen. Sind zwar keine 300, wie ich ursprünglich geplant habe, aber es ging dann halt ja. Dazu benötige ich jetzt allerdings noch ein Kabel, und zwar einen Y-Verteiler, wo ich diese Solarplatte anschließen kann und bei Bedarf, sofern diese eine Platte das nicht schafft, kontinuierlich beide Batterien zu füllen, noch meine 200 Watt faltbares Solarpanel auch noch anschließen zu können, womit ich dann 400 Watt Solarkapazität zur Verfügung habe, im Dauereinsatz 200, bei längerem Standbetrieb, wenn es sich lohnt, die faltbare aufzuschlagen, die dann halt noch zusätzlich anzuschließen. Da fehlt mir allerdings noch ein Y-Adapter und das passende Ladekabel, sprich die Verbindung von Solarstecker auf XT60, glaube ich, heißen die Dinger. Also die komischen gelben, ihr wisst ja. So, wenn es denn dann nicht reicht, immer noch nicht reicht, die Batterien zu füllen, weil ab und zu sollte man sie ja voll bekommen. Jetzt kommen wir zu dem Kästchen, was ich eben mal weggestellt habe. Da drin ist ein LiFePO4 Ladegerät, das dann zusätzlich im Fahrzeug verbaut wird, womit ich bei Bedarf über Landstrom meine Batterien beispielsweise auf einem Campingplatz wieder so weit powern kann, dass ich die nächsten 3, 4, 5, 6 Tage mal wieder ohne kann. Also, extra ein Ladegerät für LiFePO4. Der Unterschied besteht nämlich darin, dass man kein normales Ladegerät nehmen kann, wie ich es zum Beispiel da unten in meinem Schrank in 3 verschiedenen Ausführungen habe. Nee. Die LiFePO4 Batterie-Ladegeräte haben keine Steuerung für Erhaltungsstrom. Das mögen die Dinger nämlich nicht. Wie heißt das Ding? Desulfatisierungs... irgendwie. Was natürlich beinhaltet bei diesen Bleiakkus, dass das Sulfat sich nicht unten absetzt, sondern immer anstoßweise nach oben geschossen wird. Irgendwie so hatte ich mir da mal was gelesen. Also sprich, die Kapazität der Batterie zu erhalten, ohne dass da Ablagerungen drin stattfinden. Das ist dieser Erhaltungsstrom, nennt sich das dann immer, ja. Und das dürfen LiFePO4 Batterien nicht haben. Hier drin sind ja diese BMS verbaut, diese Batteriemanagementsysteme, und ein normales Ladegerät, was ausreichend Strom liefert, also Spannung liefert, um die Batterien auch wirklich voll zu kriegen. Wenn die voll sind, schaltet das BMS ab und fertig ist die Geschichte. So, jetzt muss ich erstmal jede Menge Gebrauchsanweisungen lesen, weil das habe ich noch nicht gemacht.
Und dann werde ich sie mal, das Wetter spielt gerade mit, wir haben einen überwiegend bewölkten Himmel. Und dann werde ich mal sehen, wie meine eine Platte bei den Lichtverhältnissen da draußen klarkommt. Und dann werden wir das alles mal einbauen, davon wird selbstverständlich ein Video geben. So, liebe Leute, sofern mir jetzt nichts mehr einfällt, denke ich mal, dass das Wort am Mittwoch jetzt ausführlich genügend war. Ich sage wie immer, winke, winke, euer Corvus Laborat, habt eine schöne Zeit, bleibt mir alle gesund, bis die Tage und tschüss. Und wenn mir noch was einfällt, nächsten Mittwoch gibt es dann das Folgende, was ich jetzt alles hier nicht erzählt habe. Weil, wie gesagt, es ist ein ganzen Haufen passiert hier die letzten Tage. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier für eine durcheinandernde Werkstatt war. In der Zeit habe ich natürlich versucht, noch ein wenig zu bauen. Das liegt hier hinten. Und die Pappe hier ist ja nur auch noch da. Ihr seht, die Pappe ist so groß wie das Brett. Also das Material ist da, ja, aber ich habe nämlich da noch ein Problem mit. Und zwar handelt sich das bei dem Problem um sage und schreibe, ich glaube 7 mm. Hey, so ein Stück. Tschüss.